Wir haben das Jubiläum der 10. Community-Wahl und da habe ich doch sicherlich daran gearbeitet, das Jubiläumsvideo ziemlich schnell zu bringen. Oh, das Ganze hat ein bisschen länger gedauert, weil ich mal wieder in der Schule war und das hatte ich euch ja schon gesagt. Einige haben mich aber trotzdem gefragt, wann die Wahlergebnisse kommen, obwohl ich es in den Videos gesagt habe. Was ein Wunder, dass ich da irgendwie ein bisschen genervt bin, wenn ich es halt sogar gesagt habe. Aber jetzt mal ehrlich, diese Videos hier sind mit Abstand die aufwendigsten. Also kann es mal sein, dass das Ganze halt ein bisschen später kommt. Nebenbei habe ich natürlich auch nochmal die ebenso wichtige Wahl von meiner Politikklasse ausgewertet. Alle unglaublichen 14 Stimmen. Und Christian Lindner wird mich, glaube ich, überall verfolgen und mich nerven und er hat schon wieder hier gewonnen. Wir kommen aber mal zur Wahlbeteiligung bei unserer Wahl. Da ging es mal wieder ziemlich stark nach oben. Denn nachdem wir letztes Mal unter 100 Stimmen hatten, haben wir heute einfach mal 123. Wir hatten schon mal mehr, aber trotzdem ist das ein ziemlich gutes Ergebnis. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, auch hier nochmal, die neue Community-Wahl hat schon wieder angefangen. Das ist natürlich auch wegen der etwas kurzen Teilnehmezeit. Das ist natürlich, weil das Video hier relativ spät kommt. Ist ein wenig eine Premiere und wird hoffentlich auch nicht öfter passieren. Macht da auf jeden Fall gerne mal mit, das seht ihr ja, wie ich schon gesagt habe, in der Beschreibung. Ich kann schon mal sagen, dass das Ergebnis dieser Wahl, sagen wir mal, interessant ist. Und ich will euch das hier nicht lange vorenthalten und wir fangen einfach mal an. Tatsächlich haben wir zum dritten Mal in Folge mal wieder eine andere größte Partei. Diesmal haben wir tatsächlich mal die AfD. Die gewinnen nämlich einfach mal fast 5%. Und auf Rang 2 haben wir. Moment mal, wir haben gar keinen Rang 2. Dann auch die SPD hat 12,2%. Die AfD müssen ja Kommunisten sein, weil sie ja die ersten sind, die hier mal den Sieg teilen. Beide gewinnen auch gleich viel. Die FDP kommt tatsächlich nur noch auf Rang 3. Sie haben 8,9%. Das sind ziemlich große Verluste von 4,5%. Aber eine Partei fehlt uns noch, denn die Grünen kommen nur auf 8,1%. Das ist natürlich das mit Abstand schlechteste Ergebnis von denen. Die hatten ja irgendwann mal über 30%. Und das hier sind auch Rekordverluste von 7%. Dann kommt eine Partei, die gewonnen hat. Das ist nämlich die paneuropäische Volt. Die kommt auf 7,3%. Und das sind Gewinne von ungefähr 2%. Eine Partei, die auch viel verloren hat, ist die CDU. Die kommt nämlich nur noch auf 6,5% und hat auch Verluste von fast 6%. Das ist natürlich auch wie ein echten ziemlicher Absturz. Unglaublicherweise haben die Linken mal wieder gewonnen und kommen sogar auf nice 5,69%. Gewinne sind das von fast 4%. Eine andere Partei, die gewonnen hat, ist die Partei. Hier aber ein bisschen weniger und sie kommen auf 4,9%. Gewinne von ungefähr 3%. Dann haben wir die Freien Wähler mit 3,3%. Das sind Verluste von über 2%. Danach haben wir das Debüt von die Basis. Die kommen auf 2,4%. Dann kommt auch die FPÖ und die MLPD, die auch wieder drin ist. Die ÖVP hat genauso viel wie die drei, war aber im Gegensatz zu ihnen schon letztes Mal dabei. Dennoch sind das hier Gewinne. Mit 1,6% haben wir dann die Bierpartei. Okay, die ist aus Österreich. Die NPD ist auch wieder drin, ebenfalls halt mit 1,6%. Da haben wir auch die SPÖ mit leichten Verlusten und die SVP, die erneut drin ist. Damit kommen wir zu den Parteien mit jeweils 0,8%. Wir fangen an mit der Allianz Deutscher Demokraten, die ja ironischerweise für türkische Einwanderer sind. Die sind natürlich neu drin. Die Bayernpartei bleibt ungefähr gleich. Bündnis 21 ist neu drin. Team 25 bleibt ungefähr gleich. Die Violetten sind neu drin. Die DKP bleibt gleich. Die Orban ist neu drin. Genauso wie die FDP aus Liechtenstein. Und die Freie Liste auch aus Liechtenstein. Das sind Sozialdemokraten. Die österreichischen Grünen bleiben gleich. Der Dritte Weg ist neu drin. Die Klimaliste bleibt gleich. Genauso wie die KPRF. Und die LKR. Beim letzten Mal habe ich mich ja noch über die Demokraten aufgeregt. Jetzt haben wir dafür die Republikaner. Na ganz toll. Wohl das Einzige, was mich danach mehr nervt. Die SGP verliert. Und das Team Tonhöfer bleibt gleich. Als letztes haben wir hier nochmal die Tierschutzpartei. Und die hat deutliche Verluste. Hier haben wir auf jeden Fall mal wieder alle Veränderungen. Und ich würde mal sagen, wir wissen alle, was jetzt kommen wird. Und zwar das Ergebnis nach Wahlkreisen. Fangen wir damit also einfach mal an.
Hier habt ihr natürlich mal wieder die Wahlkarte, die ich jetzt gerade nochmal machen muss. Und natürlich will ich euch auch nicht das Parlament vorenthalten. Da haben wir auf jeden Fall diesmal 35 Parteien. Ach ja, und ihr seht richtig, die CSU hat das erste Mal keine einzige Stimme bekommen. Dann natürlich hier nochmal die Ausgleichssitze. Und die brauchen mittlerweile einfach mal sogar schon 2 Reihen. Und ja, ich wollte einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr wollt nicht wissen, wie viel Arbeit das Ganze hier ist. Hier seht ihr einfach mal nur alle Files, die ich dafür mal brauche. Also insgesamt irgendwie mal was von über 20 Stunden. Daher würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Und ja, mehr kann ich heute nicht sagen. Ich bin natürlich wieder ein bisschen müde, weil es zu spät ist. Und ciao.